Moin moin Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch einen Macallan 12 Jahre Fine Oak mitgebracht. Ja, mittlerweile sehr schwer erhältlich, wenn dann auch völlig überteuert. 60, 70, 80 Euro muss man schon mal hinlegen. Abgefüllt mit 40 Volumenprozenten, Macallan färbt nicht, kühlfiltert aber. Ja, gehört der Edrington Group, ist ein Highland Whisky. Und ja, 1824er Serie, das ist das, was wir zurzeit auf dem Markt haben. Macallan geht es zwar gut, aber einige füllen sie nicht mehr ab oder einige liefern sie einfach nicht mehr nach Deutschland, wie zum Beispiel den 12er Sherry Oak. Oder die ganze Sherry Oak Geschichte geht ganz woanders hin und ist völlig überteuert für uns. Ne? Ja, ein bei den Fans nicht so beliebter und begehrter Single Malt, denn typisch für Macallan ist einfach diese Ex-Sheriff fast gelagerten Whiskys, wofür Macallan auch sehr bekannt geworden ist, oder weltberühmt sozusagen. Ja, dieser hier ist jetzt ein, oder die Fine Oak Serie, man nennt es auch Vetting, und zwar ein Gemisch aus verschiedenen Fässern. Und zwar ist da Whisky drin, der in europäischen Eichenfässern, Holzfässern reichen durfte, wo Sherry vorher drin war. Relativ intensiv. Dann amerikanische Holzfässer, wo auch Sherry vorher drin war, der deutlich weicher ausfällt. Und amerikanische Ex-Bourbonfässer. Macallan verrät jetzt natürlich nicht, wie die Anteile dort sind. Ja, wie viel prozentual von welchem drinne. Ja, und diese Fine Oak Serie ist mittlerweile auch knapp geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch eingestellt worden ist oder ob es das Ähnliche ist wie beim Sherry Oak, dass einfach zu uns nichts mehr durchdringt. Ja, dafür gibt es die 1824er Serie, die ich in ja, meinen Augen absolut beschissen finde und nicht unterstützen werde. Ich habe da mal den Amber, glaube ich, für euch probiert. Dann blende ich euch mal den Link ein und auch den anderen, den 12er Sherry Oak. Ja, Macallan geht's gut. Warum sollten sie wieder Whiskys mit Altersangabe einführen? Die anderen 1824er NRS Whiskys verkaufen sich wie blöde. Ne? Was sollen sie sich da Kopf machen? Ich glaube nicht, dass die Lager alle sind, sondern dass man einfach versucht, da Profit zu schöpfen. Ja. Früher gab es den mal noch für 39 Euro. Das war noch ein guter Preis. So. Das ist jetzt ja die Neuausführung hier. Früher sahen die ein bisschen anders aus. Und dies hier ist jetzt tatsächlich eine Flasche, wo der Macallan abgefüllt wurde vor 2010. Das heißt, sie ist noch ohne Hologramm. Diese kam erst, glaube ich, Ende 2010, 2011, um einfach ja, das Ganze vor Fälschung zu schützen. Nicht, dass es nachher hier auch eine Fälschung ist. Wie gesagt, da müsst ihr mal ein bisschen darauf achten. Ich habe jetzt auch keinen Bottle Code hier bei der gefunden. Ja, 12 Jährchen. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal probieren. Und ich bin ja absoluter Liebhaber von dem 12er Sherry Oak. Der schmeckt mir besonders gut, war auch einer meiner ersten Malts. Ich mag auch das Design von Macallan sehr gerne. Aber wie gesagt, die Preise, ja, die schrecken mittlerweile einen so ein bisschen ab. Finde ich jetzt nicht so sonderlich ansprechend. So, dann gucken wir mal. Ja, das ist ein Unterschied zum 12er. Definitiv, ganz klar. Der Sherry fehlt absolut. Es ist jetzt eher Vanille und Eiche, Frucht zu spüren. Relativ komplex kommt er daher. Aber auch schön weich. Also man spürt den Alkohol nicht. Sehr mild. Malzig. Ja, und wenn man jetzt so diese typischen Macallans probiert hat, diese ganzen Sherry fast gereiften, würde man nie auf den Gedanken kommen, dass dies hier ein Macallan ist. Also ich würde es blind nicht vermuten, auch nicht erwarten.
Ja, und McKellen füllt ja auch sehr viel für die Blendindustrie ab. Bekannt da ist zum Beispiel der Supermarkt Whisky Famous Grouse. Da ist McKellen drin. Ja, viel Vanille. Und schon eine ordentliche Fruchtnote, die da ist. Riecht relativ süffig. So, rein damit. Sehr süß, sehr weich. Eiche ist zu spüren, so eine leichte Würzigkeit. Aber ansonsten sehr ausgewogen, sehr mild. Das ist so typisch für McKellen, dass die sehr, sehr weiche Whiskys haben. Einfach sehr, sehr harmonisch. Und er hat jetzt ein bisschen auch diese Süffigkeit und so eine leichte Zitrusnote. Hier noch Geschmacksnotizen. Fruchteiche, Würzigkeit. Abgang ist jetzt nicht sonderlich lang. Relativ schnell weg. Dann noch so ein bisschen Nachklang von der Eiche auf der Zunge. Aber weich, süffig weich, richtig süffig. Also das ist einer, den kann man gut trinken. Dafür ist er allerdings zu teuer mittlerweile. Um sich einfach so runter zu kippen. Ja, kommt sehr viel Frucht und Süße noch durch. Ja. Das Erstaunliche ist einfach, dass die ihn immer wieder so rund hinkriegen. So weich, geschmeidig, samtig. Das ist toll an McKellen. Mich überzeugt er auch nicht so. Ich bin eher der 12er Sherry-Fan. Den finde ich Weltklasse. Der hier ist mir etwas zu schwach, zu mild und einfach mittlerweile zu teuer. Ja, mittlerweile schon fast eine Sammlerflasche. Ja, macht euch selber ein Bild. Ich würde ihn mir tatsächlich zum Trinken nicht zulegen. Nee, ist nicht so meins. Dann lieber die anderen. Also wirklich Sherry. Ich habe mal den 18er Fine Oak probiert, der ist natürlich Spitzenklasse, aber da muss man auch schon fast an die 200 Euro bezahlen. Hat sich im Preis auch verdoppelt. Ja, abonnieren, schreibt mir Kommentare unten rein. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!